So, hier mal ein Problem, was anscheinend diverse Leute haben. Jeder kennt ja Yuki's Bot. Es verwandelt zum Beispiel Nokia, jetzt hier das Nokia N95 in einen WLAN-Router, was für mich praktisch auf Arbeit wäre. Weil hier ist nämlich meine Flat drauf, also vom Flatrate mit 5 GB im Monat. Und die habe ich ja nun mal nur eine Flat mit 250 MB und die sind natürlich schnell aufgebraucht. Was mit Radio hören. So, aber jetzt mal das Problem. Also ich weiß schon aus Foren, dass das bei diversen HTC-Handys ist, dass ein WLAN nicht gefunden wird. Zum Beispiel, machen wir es mal hier an. Programme. Ich habe jetzt nur die normal, die Free-Version von YuKiSpot, weil ich wollte erst noch zum Testen. Und ja, weil ich ja schon sehe, dass es nicht funktioniert. Brauche ich mir auch nicht kaufen. Oder es ein Reißverschluss ist, es ein verschlüsselt ist. Können wir jetzt mal vorhin immer noch drauf gehen, weil auf der Arbeit stürzt kein. So, starten wir es mal. Ja. Oder vom web.de. Wir sind gestartet. Als aktiviert. Man sieht, zeigt hier auch an, dass es funktioniert und auch WLAN ist aktiviert. Jetzt nehmen wir mal das hier. So. In Einstellungen, drahtlose Netzwerke, WLAN, Wi-Fi Einstellungen. Hier taucht aber, wenn Sie, wann das? Da sind Netzwerke, WLAN, Wi-Fi altern. Man sieht, taucht die Yuki Spots nicht auf. Aber ich will euch ja zeigen, dass es vorhanden ist. Ja, bei dem Wi-Fi-Analyser. Und wie man sieht, das ist er. YuKiSpot. Also vorhanden ist es, und es sendet auch und wird auch von dem WLAN-Chip empfangen. Jetzt highlighte ich das mal, man sieht. Das grüne ist hier auch gespot. Also vorhanden ist es. Und wird auch gesendet. Aber warum wird es eben von dem Programm hier gefunden? Auf dem HTC Wildfire mit Wi-Fi-Analyse wird es gefunden. Aber warum kann er sich nicht connecten? Wenn ich hier nämlich wieder rübergehe, in den Einstellungen. Drahtlose Netzwerke, Wi-Fi-Einstellungen. Warum ist es jetzt da wiederum nicht angezeigt? Es ist zum Beispiel nicht versteckt, wäre mir neu. Und trotzdem wird es nicht gefunden. Weil ich glaube nicht, wenn es versteckt wäre, würde es der Wi-Fi-Analyser finden. Aber selbst wenn ich jetzt hier, ich habe ja mal die SSID eingegeben, findet er trotzdem nicht. Den kann ich auch entfernen, weil es nichts bringt. Da kommt eh nicht rein. Also entweder ist das ein Problem von YuKiSpot, ja, aber wo er sich inzwischen ausschließen kann, weil selbst in der Premium-Version funktioniert es ja auf den HTC Desire auch nicht. Und hier ist es HTC Vive, der kleine Bruder. Also es ist definitiv ein Problem vom HTC.
Damit ihr wisst, hier ist noch 2.1 drauf, da ist ja laut Information noch kein Update für. Es wird zwar wohl an ein Update gearbeitet für zwar auch 2.2, aber es ist noch nicht da. Da Textinfo. Hardware für mehr Informationen, Softwareinformationen. Ja. Firmware 2.1, Update 1. Und wenn ich jetzt da auf Systemsoftware Update suche, jetzt prüfen, sagt er, es stehen zurzeit keine Updates zur Verfügung. Also ist das Handy auf dem neuesten Stand Software. Also liebe HTCler, vielleicht habt ihr dafür ein Problem, also eine Problemlösung. Oder vielleicht gucken sich auch die Hersteller von HTC das Video mal an und beheben dieses Problem eventuell mal, dass ich endlich auf Arbeit in den Pausen nicht immer hier mit online gehen muss und unnutzt Traffic verbrauche, sondern das Handy schön als Router nutze. Das ist ja funktioniert, weil wenn mein Lappy, können wir mal testen. Gucken wir mal. Ja, bitteschön. Wird hier irgendwie sofort angezeigt. Also ist es definitiv ein Problem vom HTC. Weil mein Laptop-Chipsatz findet es ja. Und man sieht, ich kann mich auch verbinden. Und zum Testen, zum Beweisen. Ich kann damit jetzt auch zum Beispiel auch. Na, bitteschön. Ich kann surfen. Bitteschön. Und weil ich glaube, soll ich mir ein paar andere Webseiten an? Einwandfrei. Webseiten werden auch gucken, blitzschnell. Obwohl ich, wie man sieht, mit Yuki-Spot verbunden bin. So. Definitiv. Sehr geehrte Hersteller von HTC, bitte schon Betreiber, Verwalter wie Google für wegen des Android-Systems, bringt dafür bitte mal ein Update raus, damit man endlich auch diese Funktion nutzen kann. Weil wie man anscheinend sieht, unterstützt das die HTC-Software kein Ad-Hoc-Netzwerk. Weil wie man an dem Symbol sieht, es ist nämlich ein Ad-Hoc-Netzwerk. Funktyp 802.11. Also definitiv, HTC hat damit ein Problem mit solchen Netzwerken. Ja, ich hoffe, das Video reicht. Und Ende.